Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Heute geht es darum, wie du dich so aufstellen kannst in einer Krise, dass du nicht befürchten musst, dass du zum Beispiel deine Arbeit verlierst. Also das darfst du natürlich ruhig befürchten, das kann passieren, weil Unternehmen gehen pleite in einer Krisensituation. Unternehmen sind zahlungsunfähig, Unternehmen müssen Personal abbauen, Unternehmen müssen Kosten sparen. Das heißt, das kann passieren, aber heute soll es darum gehen, dass, falls sowas passiert, dass du trotzdem noch gut aufgestellt bist, obwohl sowas passiert. Denn eines der größten Fehler, den du machen kannst und was uns halt niemand beibringt, ist, dass man nur eine Einkommensquelle hat. Und wir haben ja jetzt schon über das Kontenmodell gesprochen und über verschiedene diverse Möglichkeiten, seine Ausgaben zu reduzieren. Und heute soll es darum gehen, wie man in verschiedenen Möglichkeiten seine Einnahmen erhöht, um halt für den Fall der Fälle, dass du gekündigt wirst, arbeitslos wirst, vielleicht sogar auf Kurzarbeit gesetzt wirst. Wir haben zurzeit die größte Kurzarbeit, wir nennen das Kurzarbeit, weil es ist Arbeitslosigkeit der Geschichte. Und das Gleiche gilt übrigens für Amerika, das vorzeigekapitalistische Land der Welt, und trotzdem steht da gerade alles still und keiner weiß so genau, wie lange es braucht, bis das wieder mal so richtig anläuft. Genau. Warum ist es ein Fehler, sich auf eine einzige Quelle zu verlassen? Viele reden immer davon, ja, du kannst doch nicht zum Beispiel deinen Job kündigen und du kannst doch nicht dich selbstständig machen und so weiter. Was ist denn mit der Sicherheit von einem festen Einkommen? Und diese Sicherheit ist in Wirklichkeit gar keine Sicherheit. Denn unsicherer als von einer einzigen Einnahmequelle abhängig zu sein, geht es doch gar nicht. Wenn, dann ist es doch sicherer, von zwei oder drei oder fünf Einnahmequellen zu profitieren und dass, wenn mal eine wegbricht, da noch vier da sind und es dir immer noch gut geht. Das heißt also, der eine sichere Job, und ich glaube, das wissen wir alle, den gibt es nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Selbst als Beamter oder Beamtin weißt du nicht, ob unser System morgen oder übermorgen dich noch tragen kann, ja, und ob es da nicht doch zu irgendwelchen Änderungen kommt. Deshalb, bevor wir uns jetzt morgen den großen Part der Investition ansehen, schauen wir uns heute nochmal genau bei dir an, was kannst du denn tun, um generell deine Einnahmen zu erhöhen und vielleicht dauerhaft nicht nur mehr Geld zu verdienen, sondern das Geld auch noch aus verschiedenen Quellen zu holen. Und dafür werde ich dir ein paar Vorschläge machen. Es gibt natürlich viel, viel mehr. In unserem 12-Wochen-Umsetzungsprogramm schauen wir uns die auch alle genau an. Heute geht es nur mal darum, dass du mal so ein bisschen Inspiration dafür bekommst, was es alles gibt und was man alles machen kann. Okay, als erstes würde ich an deiner Stelle erstmal an die größten Hebel gehen. Ein sehr, sehr großer Hebel ist normalerweise, du bist vielleicht schon irgendwo angestellt, geh zu deinem Chef und fordere eine Lohnerhöhung. Der zweite große Hebel ist, erhöhe deine Preise, also wenn du Unternehmer bist, erhöhe deine Preise mit einem zum Beispiel zusätzlichen Wert. Zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich habe jetzt ein Produkt normalerweise, das kostet immer Summe X. Vielleicht gibt es noch eine zweite Variante, dieses Produkt plus eine einstündige Beratung, das kostet das Doppelte. Ja, oder je nachdem, was du für ein Produkt hast, das Zehnfache. Und du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen dann das wertschätzen werden und sagen, wow, die Stunde ist mir dann eben 300 Euro wert oder sowas. Das heißt also, du kannst erstmal die Preise erhöhen. Auf der anderen Seite, wenn du Vermieter bist, zum Beispiel auch die Miete erhöhen. Ja? So, und dann, und darum soll es eigentlich heute gehen, solltest du dich mal nach sogenannten privaten Geschäftsmodellen umsehen. Ja? Sieh es bitte wie als Buffet, schau, was zu dir passt, was nicht zu dir passt. Die einen, die springen auf das eine an, die anderen auf das andere. Wichtig ist, dass eigentlich für jeden was dabei ist. Und warum ich private Geschäftsmodelle in Anführungszeichen setze, ganz oft ist es so, dass aus einem kleinen privaten Geschäftsmodell, wie zum Beispiel das Thema Geldhelden, was wir gemacht haben, plötzlich ein großes Business wird. Und dann ist es eben dann ein Unternehmen irgendwann, was dich tragen wird. Aber beginnen solltest du immer damit, was dir Spaß macht, wo du vielleicht nebenbei mit Freude ein bisschen Geld verdienen kannst, wo du merkst, wo du mit Freude arbeitest, kommt dann plötzlich auch, funktioniert was, kommt auch Geld mit rein und so weiter.
Gut, das Ganze ist alphabetisch geordnet, also bitte mach dir keine großen Gedanken. Es geht jetzt nicht um, wo kann man mehr oder weniger verdienen. Man kann überall viel Geld verdienen, sondern es ist einfach alphabetisch geordnet, sodass wir nichts vergessen. Also, erstes Thema ist Affiliate Marketing, hast du bestimmt schon gehört. Du hast zwar keine eigenen Produkte, aber hast vielleicht eine Freundesliste, bist bei Facebook, empfiehlst einfach ein Produkt, was du selber magst und erhältst dann von dem Unternehmen eine kleine Provision. Wie das funktioniert, gib mal bei Google Affiliate Marketing ein. Oder Partner Marketing nennt man es auch manchmal. Ja, Airbnb ist zurzeit steht, mehr oder weniger. Ich finde, es ist eine gute Zeit, immer in dem Augenblick, wo was steht, was Neues aufzubauen. Weil jetzt in dieser Zeit natürlich auch viele ihr Airbnb aufgeben. Und ich weiß es jetzt nur hier in Thailand, dass am 1. Juli wieder alles geöffnet wird. Das heißt also, dann beginnt wieder das Geschäft mit Airbnb. In Deutschland wird es vielleicht später sein, Österreich, Schweiz, ich weiß es nicht. Aber wenn dann der Tag gekommen ist und du hast dein neues Airbnb aufgebaut, dann wirst du ganz, ganz vorne mit dabei sein direkt. Genau, gleiches gilt auch für Airbnb Experience. Wenn du das noch nicht gehört hast, google mal danach. Da kannst du sowas wie Stadtführungen oder einen Kochkurs, also einfach so Dinge anbieten, was Touristen interessiert, die sich vielleicht bei dir in der Gegend aufhalten. Ja, Amazon FBA, das ist, also FBA bedeutet Fulfillment bei Amazon. Das heißt also, Amazon hat einen Service für kleine Unternehmer, die halt ein Produkt, zum Beispiel hier so eine Flasche oder sowas, produzieren, vielleicht verbessern, wie auch immer, das aus China bestellen oder Indien oder wo auch immer das hergestellt wird, vielleicht auch in Deutschland sehr, sehr hochwertig und verkaufen das dann über die Plattform Amazon. Das Schöne ist, du musst dich über Marketing nicht sorgen. Du stellst es bei Amazon ein, beschreibst es richtig und Amazon weiß schon, wem dieses Produkt gefällt und wem nicht. Genau, dann Auto vermieten. Das Thema, also wir hatten das schon bei Ausgaben reduzieren. Wenn du ein PKW hast, den du teilweise nicht nutzt, und in der Regel sind das von 24 Stunden 23, dann überleg dir doch mal, das Ganze zu vermieten oder eben eine Mitfahrgelegenheit, jemanden mitzunehmen. Ja, Babysitter oder Haushaltshilfe, da muss man schon eine große Leidenschaft dafür haben. Aber das ist ein super Thema zum Beispiel für alleinerziehende Mütter, wo ich immer zu hören bekomme, ja, ich habe ein Kind und auch einen Job und ja, nebenbei verdienen geht ja nicht, doch geht. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn du eine Kids-Party anbietest, also eine Kinderparty für, weiß ich nicht, fünf Kinder oder sechs Kinder, die das ganze Wochenende bei dir gefeiert wird? Zum Beispiel, wenn es Mädchen sind, ein Prinzessinnen-Wochenende oder wenn es Jungs sind, ein Superman-Wochenende oder was weiß ich. Und dann ja, gibt es da halt quasi eine Art Party. Du nimmst den Eltern oder schenkst den Eltern mal ein freies Wochenende. Ja, das ist ja me also mega happy, dass man auch mal wieder ein bisschen Zeit für sich hat. Und die Kiddies haben mega viel Spaß, weil sie alle zusammen sind, ihre Freunde aus dem Kindergarten oder aus der Schule und da am Wochenende zusammen Pyjama-Party machen dürfen, also auch noch alle zusammen schlafen und so weiter. Du hast natürlich ein bisschen was zu tun an dem Wochenende, musst dich um die Kinder kümmern, aber du weißt ja, wie es ist, ne? Bei fünf Kiddies ist es in der Regel so, dass die sich mit sich selbst beschäftigen und du eigentlich nur noch der Zulieferer bist für Essen und dass es halt schön aussieht, bunt gestalten. Ja, und was wäre dir das wert, wenn du mal dein Kind übers Wochenende in gute Hände siehst? Vielleicht 100 € oder was? Ich weiß es nicht. Bei fünf Kindern hast du da mal schnell 500 € verdient. Also werde kreativ. Blut- und Plasmaspenden, medizinischer Proband, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Schau einfach mal, was es da gibt. Ja, eBay Kleinanzeigen, Flipping, auch ganz spannend. Ich erzähle immer die Story. Stell dir mal vor, du suchst eine neue Waschmaschine. Du gehst bei eBay Kleinanzeigen rein, siehst eine Waschmaschine bei dir direkt in der Nähe, die kostet 150 €, sagst aber, nee, ja, 150 € ist mir zu viel, guckst weiter, siehst dann exakt dieselbe Waschmaschine, geschenkt, aber der hat die ist irgendwo draußen auf dem Dorf und du müsstest dir jetzt ein Auto besorgen, du müsstest sie abholen, also der bringt die leider nicht und so weiter. Na gut, dann gehst du zurück und kaufst die für 150 und am nächsten Morgen kommt halt jemand an und mit einem kleinen Transporter und liefert die Waschmaschine, trägt sie dir mit hoch und so weiter und erzählt seine Geschichte. Nämlich, dass er diese Waschmaschine heute früh erst gekauft hat. Und du fragst dich, hä, wie heute früh gekauft? Ja, da war eine drin, die hatte das auf dem Dorf angeboten und da ich persönlich einen Transporter habe, oder er hätte sich ihn auch mieten können,
habe ich einfach dasselbe Angebot kopiert und für 150 € eingestellt im Umkreis der Stadt. Und du hast es jetzt gekauft. Und als du das gekauft hast, habe ich die angerufen, habe gesagt, ich nehme die auf jeden Fall, ich komme morgen früh vorbei, bin heute früh hingefahren, habe sie jetzt zu dir gebracht und habe 150 € verdient. Und das Gleiche macht er vielleicht zwei, dreimal am Tag, dann bist du wieder bei den 500 €. Ja, du siehst, wie einfach man Geld verdienen kann. Du könntest ein E-Book schreiben, musst du natürlich, also ich habe selbst ein Buch geschrieben, Geldrezepte. Das ist schon Arbeit, die da drin steckt. Ich habe da insgesamt ungefähr 6 Monate gebraucht. Aber wieder über Amazon kann man das selber vermarkten heutzutage. Ja, du könntest deine Dienstleistung bei Fiverr oder Freelancer als Freelancer anbieten. Also Fiverr.com, das ist eine Plattform, wo man einfach sagen kann, ich helfe dir beim Design von irgendwas, ich schreibe dir ein paar Texte, wie auch immer. Was ich sehr empfehlen kann, sind, vielleicht hast du ja auch ganz viele Bilder, Urlaubsbilder, eine riesige Bilderdatenbank hat eigentlich jeder von uns. Wenn du so ein bisschen ein Händchen dafür hast, wie man fotografiert, ist vielleicht die Plattform Pixabay für dich spannend. Oder gibt es noch andere, Pexels und Unsplash und so weiter. Aber Pixabay, da haben wir jetzt zum Beispiel ein paar tausend Bilder hochgeladen inzwischen von uns selbst. Und das Schöne ist, man kann das da zwar kostenlos runterladen, aber wenn man das erste oder zweite Bild runtergeladen hat, kriegt derjenige, der es runterlädt, so eine kleine Aufforderung, dass er doch was spenden kann. Und wir erhalten pro Tag, also um die, na, ich sag mal so zwischen 20 und $50 pro Tag Spende über diese Plattform. Also wir machen das schon eine ganze Weile. Wir haben da sehr, sehr viele Bilder drauf, deswegen ist das auch so viel. Aber ich finde, als kleines Nebeneinkommen, warum nicht? Ja. Das Gleiche gilt für die andere Seite. Ja, wenn du gerne Selfies machst und so weiter, dann bist du vielleicht auch für den Job des Hobbymodels geeignet. Guck mal bei der Plattform fotocommunity.de. Da suchen nämlich ganz, ganz viele Fotografen dringend Fotomodels, also Hobby-Fotomodels. Gerade, es gilt übrigens auch für große Unternehmen, weil die immer mehr merken, dass diese Authentizität viel wichtiger ist als irgendwelche Hochglanzmodels. Und deswegen suchen da eigentlich viele auch sowas. Ja, Microjobs will ich gar nicht näher drauf eingehen. Mitfahrgelegenheit waren wir schon. Mystery Shopper, das ist auch geil. Man glaubt es kaum, aber tatsächlich große Unternehmen lassen regelmäßig ihre Filialen, ihre Autohäuser, ihre Supermärkte, keine Ahnung, ihre Goldhändler, was weiß ich, was die alle verkaufen, testen. Und zwar von sogenannten Mystery Shoppern. Das heißt, du meldest dich da an. Ja, kriegst einen Auftrag, fährst zum Beispiel, weiß ich nicht, von Leipzig nach Berlin, gehst da einkaufen, kriegst so eine Art Formular, wo du dann deine Erfahrung reinschreiben musst und kriegst dafür nicht nur die Fahrt bezahlt, sondern auch richtig Geld bezahlt, ja. Und da kann man schon einen guten Job aufbauen damit. Ja, Nachhilfe geben. Was machen wir denn gerade? Ja, also es ist relativ einfach heutzutage per Video sein Wissen, seine Informationen, seine Leidenschaft, sein Herzensthema, alles, was man kann, was man weiß, einfach nach außen zu geben. Und anderen Menschen dabei zu helfen, dieses Problem zu lösen, was sie da haben. Das gleiche gilt für Online-Kurse und Webinare. Wie gesagt, am Montag fängt unsere an. Wenn du da Interesse dran hast, ich kopiere dir hier unten den Link drunter, dann ja, sicher dir einen Termin bei mir im Kalender und lass uns mal miteinander telefonieren. Da bauen wir in 12 Wochen dein persönliches Finanzfundament so auf, dass du für jede Krise vorbereitet bist. Unter anderem ist eines der Themen eben Einnahmen erhöhen. Ja, Pkw-Werbung, einfach eigentlich auch geil. Es gibt Plattformen, wo man sein Pkw dann einträgt und dann kriegt man irgendwann mal ein Werbeangebot. Und wenn es nur 300 € im Jahr sind, dafür, dass du einen blöden Aufkleber auf dein Auto machst und dafür 300 € im Jahr kriegst, warum nicht? In 3 Jahren sind das auch 900 €, ne? So. Ja, Seniorenbetreuung, Bingo-Abende wird jetzt zu Corona-Zeiten immer schwieriger. Texte schreiben. Sehr spannend. Auf der einen Seite E-Book schreiben, was Eigenes machen. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie textbroker.de oder content.de mit C. Da kann man einfach seine Dienstleistung als Texter anbieten. Das heißt, da stellen Menschen wie wir, zum Beispiel mit unserem Blog, stellen da eine Überschrift ein. Keine Ahnung, die 10 besten Möglichkeiten, nebenbei ein Einkommen aufzubauen. Und da kann man sich für diesen Text bewerben, beziehungsweise man kriegt den einfach zugeliefert und schreibt dann den Text und kriegt dann dafür, je nachdem, wie lang der Text war, 20 bis 50 € ungefähr.
Und das ist auch nett, wenn man da ein paar Texte am Tag schreibt, kann man da auch ein bisschen Geld verdienen. Genau, T-Shirt-Business gehe ich nicht näher drauf ein. Twitch, Google einfach mal, auch eine geile Sache. Tiersitter, also mit Tieren Gassi gehen, mit Hunden und so weiter. Ah ja, und einen Sondertipp. In Deutschland, weiß ich nicht, gibt es sehr, sehr viele Millionen Unternehmen. Und eine Million davon, eine Million Unternehmen in Deutschland haben noch keine Webseite. Also wenn du weißt, wie man mit einem Website-Baukasten umgeht, ist ja relativ einfach, dann könntest du diese Dienstleistung einfach mal anbieten. Ja, das soll jetzt nur ein kleiner Überblick gewesen sein. Da gibt es noch viel, viel, viel mehr. Aber was ich dir auf jeden Fall rate, starte mal mit einer Sache, die dir jetzt vielleicht aufgefallen ist, wo du sagst, das klingt eigentlich spannend, das wäre einfach umzusetzen. Starte mal damit, setz das mal um und wenn es nur ein paar Euro sind, die da reinkommen, du kommst erstmal zumindest ein Stück mehr Sicherheit, ein Stück weiter raus aus dieser Abhängigkeit von einer Stelle, einem Job, einem Geschäft, was du hast, ja? Und wie schnell das gehen kann, wie schnell so ein Geschäft kaputt ist, haben wir jetzt in dieser Krise gesehen, ja? Und wenn du jetzt denkst, na, eigentlich müsste ich mal meine Finanzen grundsätzlich überhaupt erstmal konkret aufstellen, dann bist du, wie gesagt, herzlich eingeladen, dich bei dem 12-Wochen-Umsetzungsprogramm zu bewerben. Klick dafür auf den Link hier unter dem Video oder über dem Video und wir hören uns dann in dem Bewerbungscall. Und ja, was soll ich sagen? Wie eine Teilnehmerin gesagt hat, die nach dem, also eine sehr, sehr junge, die Anna, Teilnehmerin, die nach dem Umsetzungsprogramm gesagt hat, oh, ich habe mich selbst erwischt, wie ich plötzlich am Bahnhof in Aktienzeitungen geblättert habe und ja, von völligem Desinteresse zu völligem Interesse in dieses Thema und jetzt inzwischen natürlich sehr, sehr gut aufgestellt ist, regelmäßig investiert. Und das wird auch das Thema für morgen sein. Also schau dir unbedingt morgen das Video an. Morgen geht es darum, wie du dir ein stabiles Investmentfundament aufstellst. Du kennst ja bereits die drei Dinge oder die drei Seiten, in die du investieren solltest, nämlich einmal in ein Cashflow-Investment. Darum ging es heute. Also investiere in etwas, wo du Geld herausbekommst, also wo immer wieder Dividenden oder eben auch in dem kleinen Job, wo immer wieder Geld abspringt. Das andere Drittel solltest du in etwas investieren, wo eigentlich nur Geldwerte sind, zum Beispiel in Bargeld. Das können Dollar, Yen oder Euro sein oder britische Pfund, was es da alles gibt. Es können aber auch P2P-Kredite sein oder generell Kredite an vielleicht Bekannte von dir, vielleicht auch über eben Plattformen wie Mintos etc. Und die dritte, ich sag mal, das dritte Drittel, ich würde es sogar jetzt fast übergewichten in diesen Tagen. Weil wir wissen nicht, was da kommt und die Inflation steht vor der Tür, zumindest sieht alles danach aus. Frau von der Leyen möchte jetzt 750 Billionen oder Milliarden, ich habe es vergessen, riesige Summen, Milliarden, glaube ich, Euro einfach so an alle Länder ausschütten. Das muss nicht zurückbezahlt werden. Und dreimal darfst du raten, wo dieses Geld herkommt. Das wird natürlich in großen Mengen in der EZB gedruckt. Und noch dreimal darfst du raten, wer es nachher zurückzahlen darf. Von daher, ja, empfehle ich dir auf jeden Fall mindestens ein Drittel deines Vermögens in sogenannte Sachwerte zu investieren. Also Immobilien, Gold, Bitcoin, Diamanten etc. Das soll es für heute gewesen sein. Wir sehen uns morgen dann zu den detaillierten Einzelheiten des Investments, was ich empfehlen kann. Und bis dahin such dir mal einen Zweitjob aus. Ich bin gespannt. Übrigens hat vieles davon auch Potenzial, passiv zu werden. Übrigens alles. Ja, wenn du jetzt sagst, naja, Kinderpartys kann ich ja noch selber machen. Nee, du kannst das nachher organisieren für andere. Ja, also man muss immer mal den nächsten Schritt auch mitdenken. Alles, was man hier machen kann, kann man später auch automatisieren oder standardisieren. In diesem Sinne, wir sehen uns morgen und bis dahin schöne Grüße hier aus dem bewölkten Kopangan. Macht's gut. Ciao.